Dinosaurierforscher. Vampir und später Detektivin. Agentin meiner Schwester, die Hüpfertänzerin werden wollte. Schriftsteller sind sie geworden. Robert Prosser, Sophie Reier und Theresa Prejauer haben ihre Passion das Schreiben zum Beruf gemacht. Eine Wahl, die für manche kaum realistischer erscheint als Kinderfantasien. Theresa Prejauer hat damit gleich einen Volltreffer gelandet. Für ihr Erstlingswerk, Für den Herrscher aus Übersee, erhielt die gebürtige Linzerin den renommierten Aspekte-Literaturpreis für das beste deutsche Prosadebüt und war über Nacht berühmt. Und das, obwohl sie eigentlich studierte bildende Künstlerin ist und mit Kinderbuchillustrationen begonnen hat. Ich wollte nie in einem Büro sitzen und auch nichts anderes machen. Ich kann mir nicht vorstellen, was anderes zu machen. Es würde mich frustrieren und ich glaube, das ist Motor und Energie genug, dass man natürlich eine Reduzierung des eigenen Komforts auch in Kauf nimmt. Aber umso mehr Freiheit hat man oder kann man sich nehmen. Wie in ihrem ersten Roman, der von einem magisch-märchenhaften Kindheitssommer erzählt, vom Fliegen und Lesenlernen und von der ersten Liebe des Großvaters. So geht es auch im zweiten Buch ums Erwachsenwerden. Johnny und Jean sind zwei Kunststudenten aus der Provinz, die die Welt erobern wollen. Während der unscheinbare Johnny nur Fische zeichnet und beim Aktzeichnen mit Genitalpanik zu kämpfen hat, ist der schillernde Jean bereits selbst ein großer Fisch in der Szene. Prejauer schildert das Heranwachsen zweier Freunde zu Künstlern. Zwischen Bewunderung und Konkurrenzkampf. Unklar bleibt, gibt es diesen Genre wirklich? Was ist Wirklichkeit, was Projektion? Ich stelle mir vor, ist für mich wirklich die große Kraft, die Literatur hat und die das schafft, dass man so mit diesem ersten Satz so etwas wie diesen Fiktionspurzelbaum vollzieht. Man rollt damit in die Geschichte und dann ist alles möglich. Ich stelle mir vor, ich bin ein Tausendfüßler und das ist in der Sprache möglich. Ich glaube, es braucht gar nicht so viel Fantasie, weil die Welt voll ist von Bildern, in denen schon alles gezeigt worden ist. Aus meiner Frisur. Aus der Natur und von allem, was mit Inspiration zu tun hat. Woher könnte ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall während einer U-Bahn oder Zugfahrt. Das Unterwegssein ist für den Jungautor Robert Prosser entscheidender Motor im Leben und Schreiben. Sein bevorzugtes Transportmittel ist der Zug. Bis in den armenischen Kaukasus hat es den Tiroler und Wahlwiener auf seinen Recherchereisen bereits verschlagen. Die umkämpfte Region Bergkarabach ist auch der Schauplatz seines jüngsten Romans Geister und Tattoos. Ehemalige Milizsoldaten, die sich in die Berge Armeniens zurückgezogen haben, um den Krieg zu vergessen, sind die Protagonisten des Romans. Sie leben mit ihren Geistern, den verstorbenen Kameraden und mit ihren Tätowierungen. Prossers Geschichten basieren auf realen Begegnungen. Es war für mich irgendwie, ist das dann stellvertretend für das Dilemma, das diese Menschen durchleben. Zum einen immer wieder halt, man macht weiter, man gibt nicht auf, aber durch diese Tätowierungen, also die Vergangenheit wirklich präsent ist und unter die Haut eingeschrieben, kann man dem auch nicht entkommen, sondern wird Tag für Tag damit konfrontiert. Und andererseits formen auch diese Tätowierungen den Charakter oder den Menschen. Robert Prosser ist über Hip-Hop und Graffiti zur Literatur gekommen. 5 Jahre lang war er als Sprayer unterwegs, auf der Suche nach dem eigenen Stil, den er im Schreiben mit Vorbildern in der Wiener Avantgarde wie Konrad Bayer oder Reinhard Priesnitz zweifelsohne gefunden hat. In öffentlichen Performances führt er seine Sprachexperimente vor. Es ist irgendwie so eine bestimmte Art von Magie. Oder es, für mich ist das Schreiben etwas, das mittlerweile wirklich mit mir verwachsen ist. Also ich könnte mir zum Beispiel ein Leben ohne zu schreiben, weil ich nicht mehr vorstellen, weil es ist schon so in mir übergangen. Aber in das ganze Denken und diese Weltsicht, wie man mit Realität umgeht, mit allem, was einem begegnet. Also ich brauche da das Schreiben dazu. Und es ist, also ich könnte mir auch nichts Schöneres vorstellen. Poetisch sein, kitschfrei, überraschend humorvoll, bilderstark und kann ich Geschichten drucken. Wenn es einen Tag und Nacht beschäftigt und man es immer wieder liest und das Buch letztlich für mehrere Jahre mit sich mitträgt, dann ist es gute Literatur. Sie ist die Axt für das gefrorene Meer in uns.
Sophie Reier ist Soundpoetin. Sie hat Film und Medien und Komposition studiert und über die Musik die Liebe zur Sprache entdeckt. Experimentalfilme, Theaterstücke für Kinder, visuelle Poesie, Lyrik, Prosa. Ihre multimedialen Arbeiten kreisen stets um die gleichen Themenfelder. Kindheit, Identitätssuche, sexueller Missbrauch, Bulimie. Ich bin eine Prinzessin, ich spiel so schön Klavier. Ich dreh am Herzensrädchen, die Süße schwappt aus mir. Rosa, 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 pink. Mir geht es darum, auch in diese Abgründe einfach zu schauen und den Menschen auch zu sagen, ja, da ist es, da tut's weh, da ist es schwierig und schaut nicht weg. Das größte Unglück ist, dass einem das Unglück verboten wird, schreibt Reier in ihrem jüngsten Roman Insektizid und stellt damit maßgeschneiderte Frauenbilder und Glücksversprechen der Gegenwart in Frage. Eine junge Frau, auch Insektenfrau genannt, arbeitet in der Psychotherapie Traumata ihrer Kindheit auf. Bald wird klar, die Hauptfigur ist eine Untote, die den eigenen Selbstmord rekapituliert. Siksu, Jelinek, Strerowitz, das ist schon was, was mich schärft. Ich habe aber immer ein bisschen Bauchweh, wenn man dann sagt, ja, das ist ja Frauenliteratur, weil keiner auf die Idee käme, bei einem Buch, das aus männlicher Perspektive geschrieben wurde, zu sagen, das ist Männerliteratur. Also ich sehe es natürlich, zum einen sehe ich mich als Postfeministin, zum anderen hätte ich aber gern, dass es gar nicht notwendig ist, Postfeministin zu sein, weil wir alle alles rezipieren. Drei Autoren, drei verschiedene Biografien und drei ganz eigenständige Formen des Schreibens. Sophie Reier, Theresa Prejauer und Robert Prosser haben dennoch eines gemeinsam. Sie teilen eine vielversprechende Zukunft in der österreichischen Literatur.